kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Juran. So, wir müssen jetzt Zombies verkloppen. Dann komm mal ran, mein Freund. Und spüre die Kraft des Wassermagierstabs. Ich freue mich schon so, wenn ich diese andere Katana endlich tragen kann. Viel Erfahrung fehlt ja nicht mehr. So, schön, dass ihr immer einzeln kommt. So lobe ich mir das doch. Zack. So, was ist mit dir? Kommst du auch her? Sehr gut. So kann das laufen. Okay. Guten Tag, Herr Zombie. Hatte ich jetzt dafür den Schlüssel, den mir der Marlon gegeben hat? Oder war diese Tür schon auf? Schlüssel zur Rüstungstruhe der Piraten. Ah ja. Tempel des Wassers, da war noch irgendwas gerade, eine Drachenwurzel. Kurzbogen, Logbuch. Was ist das hier? Eine Flagge, okay. Piratenkleidung. So, so. So, Logbuch. Okay, Einhandwaffen hat sich verbessert, brauche ich nicht. Ich, Captain Jack, Geisel des südlichen Meeres. Wir schreiben das Jahr 113 nach der großen Flut. Wir haben heute Morgen, gegen Sonnenaufgang, ein altes Schiff gesichtet. Das Entern war nicht nötig, denn die gesamte Besatzung war tot. Meine Mannschaft wurde deswegen zunehmend unruhig und blieb auf unserem Schiff. Ich ging allein an Bord und fand unter Deck ein paar seltsame Kapuzentypen. Ich streckte einen davon nieder und die anderen verschwanden mit Hilfe eines Teleportzaubers. Der Tote hatte ein Buch und eine schwarze Perle bei sich. Seit dem Tag mit dem Totenschiff benehmen sich die Männer sonderbar. Ich glaube, sie haben im Sinn, eine Meuterei anzuzetteln. Um denen vorzubeugen, habe ich 5 der Aufrührer erschlagen. Sie liegen jetzt in unserem Unterschlupf. Wenn wir von der nächsten Enterfahrt zurückkommen, werde ich die Toten sofort zurück ins Meer werfen, wo sie hingehören. Reisebericht? Hier berichte ich, Apollos, ein Nordsturm hatte uns in unbekannte Gewässer gen Süden getrieben. Nach Wochen der Agonie auf hoher See ist endlich Land in Sicht. Es ragen hohe Felsen aus dem sandigen Untergrund der Insel, die mit seltsamen Pflanzen bewachsen scheint. Als wir das Land betreten, sind wir von der Vielfalt des Lebens überrascht. Wir erreichen am Strand ein Lager und beginnen alsbald mit der weiteren Erforschung der Insel. Nach kurzer Zeit entdeckten wir die ersten Monumente auf der Insel. Es handelt sich um riesige Steinköpfe, die wie Wächter auf meine Männer wirken. Doch noch wissen wir nicht, warum sie hier stehen, noch wer sie gebaut hat.
Einige Tage später, beim Erkunden eines Plateaus, finden wir den Eingang zu einer Höhle. Nach kurzem Zögern entschließen wir uns dazu, in das tiefe Dunkel vorzudringen. Es dauert viele Stunden, bis wir das Ende eines langen Ganges erreichen. Als wir aus dem Dunkel treten, stehen wir in einer großen Halle mit vielen Säulen und Steinfiguren. Hier ist es unleserlich, es fehlt etwas. Ja, wahrscheinlich finden wir da noch mehrere Berichte. Seite 3. Im Zentrum ist ein großes Wasserbecken, aus dem Dampfnebel emporsteigt. Als wir in das Becken treten, kommt eine Person aus dem dichten Nebel auf uns zu. Er begrüßt uns und sagt, dass wir im Tempel des Wassers seien. Wir verbringen viele Monate dort und lernen Erstaunliches von diesem Mann. Als ein Wind aufkommt, gibt er mir seine weiße Robe, oder weiße Robe, eine bescheidene Krone, zwei Ringe und ein Amulett. Dann schickt er uns in Richtung Norden, nach Varant. Okay. Die Flagge können wir den Bauern geben. Und ich denke mal, ich kann... Marlon jetzt Bescheid geben. Wo ist denn Vasili? Da muss man auch mal zuhören. Ich hab da meine eigene Meinung. Oder war Vasili immer da hinten? Aber eigentlich dachte ich, Vasili war hier. Oh. Hallo. Nee, Vasili ist auch hier, okay. Hey, du. Hier, für deine Bretterbude. Ah, ja. Die wollte ich haben. Hier, Gold gebe ich nicht gerne her. Toll. Jetzt habe ich so die 5 Schafsfell bekommen. Naja, okay. Wie komme ich jetzt am schnellsten wieder zurück? Wahrscheinlich muss ich laufen. Bin ich schon Level up? Nee, aber wenn ich die getötet habe. Sehr gut. Eigentlich könnte ich hier auch runterspringen, ne? Dann schwimmen wir da eben hin. Wir müssen ja sowieso zur Wasserburg. Die Welt bereist. Der Holzzug kommt doch nicht mal aus dem Hafen raus. Was labern die da? Hey! Hier hast du 5 Schafsfelle. Gib her. Ja. Sehr gut. Hier, und das als Belohnung. Cool. Das will doch keiner wissen. Drago ist so ein geschäftstüchtiger Jäger. So, wo ist denn der Typ? Ach, der ist am Tag gar nicht hier, ne? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das will doch keiner mehr hören. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ist doch wahr. So. Das ist eine Einhandwaffe. Ich depp. Nein, warum habe ich mich ver... Nein.
Warum? Oh, ich Idiot. Meinst du, mir geht es besser? Ich werde mich da nicht einmischen. Wieso habe ich nicht richtig geguckt? Oh nein. Toll. Ich habe mich so gefreut. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wirklich wahr. Also gut, hier mein Wetteinsatz. Sehr gut. Wenn du gewinnst, bekommst du es doppelt wieder. Ich wette mit dir, dass es dir nicht gelingt, Oleg und Bolek dazu zu bringen, sich gegenseitig zu verprügeln. Sie müssen sich gegenseitig angreifen, aber nicht dich und erst recht nicht mich. Zeit spielt keine Rolle. Also, viel Glück. Von selbst ist er da ja nicht drauf gekommen. Okay, interessant. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wird sich das je... Ist Bolek eigentlich dein Bruder? Ja, ist er. Warum willst du das wissen? Er hat mir erzählt, dass auch er ein großer Händler war. So? Sagt er das? Ja, er meinte... Er sei der größte Händler der Welt gewesen. Was bildet er sich wieder ein? Das ist wirklich wieder einmal unverschämt von ihm. Willst du, dass ich ihm das ausrichte? Ja, aber mach es bitte schonend. Er soll sich ja nicht aufregen. Das habe ich schon immer gesagt. Warte mal. Ich soll dir von deinem Bruder ausrichten, dass du es nicht so übertreiben sollst. Sag ihm, dass er es das ganze Leben übertrieben hat. Er weiß dann schon, was ich meine. Hey, du. Ich soll dir ausrichten, dass du es das ganze Leben lang einfach immer übertrieben hast. Ach ja? Sag ihm, dass er sein ganzes Leben hinter einem Schreibtisch verbracht und sich den Arsch platt gesessen hat. Das ist so lächerlich, weil die nebeneinander stehen, ne? Dein Bruder hat irgendetwas von einem Schreibtisch und einem platten Arsch gefaselt. Den Rest habe ich nicht verstanden. Jetzt geht's zur Sache! Oh mein Gott, ein Kampf! Immer ja, fällst du auf! Ich habe gewonnen. Die beiden haben sich gekloppt wie zwei kleine Jungs. Verdammt! Hat sich denn die ganze Welt gegen mich verschworen? Die beiden Holzköpfe haben sich doch sonst nie aus der Ruhe bringen lassen. Naja, hier hast du dein Gold. Ja, geil. Dann bin ich zumindest jetzt nicht mehr so traurig wegen dieser Katana-Geschichte. Problem ist halt wirklich, ich finde jetzt keine bessere Waffe so schnell, ne? Die nächstbessere Waffe, da wäre da ja wieder mit 100, diese andere Katana. Ach Mann, was hat man davon, wenn man nicht richtig guckt? Ich habe etwas gefunden. Sag, was hast du gefunden? Jacks Logbuch. Du hattest übrigens recht, die Mannschaft hat wirklich gemeutert. Aber lies am besten selber. Ja, komische Geschichte mit dem Kapuzentypen. Wie geht's jetzt weiter? Ich gebe dir Perle und Buch und du gehst damit zu Myontau. Er ist ein Wassermagier. Er und Neota werden wissen, was das zu bedeuten hat. Wenn etwas Interessantes dabei rauskommt, dann erzähl mir davon. Ich möchte handeln. Der Pfad der Tugend ist lang und steinig. Ja, das ist die Zweienwaffe. Ach, scheiße. Sonst hat er auch nichts Besseres. Ich könnte mir hier der Doppelblock noch kaufen. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich glaube, obwohl das ist schon sehr teuer. Nee, dann spare ich mal lieber. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ach Mann. Ich hab mir das schon gedacht. Und wo Hütte, die zweimal im Jahr weggespült wird. Ich könnte mir so. Malone schickt mich. Ich habe dieses Buch in einem Piratenversteck gefunden. Dann zeig das Buch doch mal her. In Jacks Logbuch werden ein anderes Buch und eine schwarze Perle erwähnt. Hast du die Sachen? Hier ist die Perle. Was ist mit dem Buch? Hier hast du auch noch das Buch. Ich bin erstaunt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es fehlt eine Seite. Hast du sie? Ja, hier hast du sie. Danke.
Und wie geht's jetzt weiter? Ich muss mich erst mit Neota beraten. Geh zu Garo. Er soll dir mehr über die Expedition sagen. Kann ich jetzt etwas von dir lernen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Sprache der Bauer. Kann ich beim Lernen. Nicht übel. Kein Geheimnis. Ich hab mir das schon gedacht. Myon Tau schickt mich. Du sollst mir etwas über die Expedition sagen. Nun, wenn er das sagt. Wir haben einen Trupp Freiwilliger in das Wüstental geschickt, um dort Kristalle zu bergen. Was für Kristalle? Wir haben aus alten Schriften erfahren, wie das alte Volk Fokussteine hergestellt hat. Was ist ein Fokus? Lass mich doch einfach ausreden. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Kristalle. Ein Fokus ist zuerst ein großer, reiner Kristall. Durch spezielle Veredelungstechniken kann der Kristall Magie sammeln und speichern. Dann wird der Kristall einfach nur noch Fokus genannt. Ich habe mir das schon gedacht. Gibt es denn hier keine Kristalle? Wir haben monatelang gesucht, aber alles, was wir hier gefunden haben, war unbrauchbar. Und dann seid ihr ab in die Wüste, einfach so. Wir wissen schon lange, dass es dort große Kristallvorkommen gibt. Doch dort sind die Bedingungen sehr menschenfeindlich. Ein Trupp, der dort operiert, ist von regelmäßigen Versorgungen abhängig. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sich das Tor schließt. Darum haben wir lange gezögert, dort jemanden hinzuschicken. Doch letztendlich blieb uns keine andere Möglichkeit. Was ist eigentlich der Grund für die Suche? Das kann ich dir nicht sagen. Die Beweggründe kennen nur die Magier. Was soll ich jetzt bei der Suche tun? Bring der Truppe Proviant. Also Wasser, Essen und Waffen. Du musst dafür an den Mediten vorbei. Schleichen, tricksen oder kämpfen. Je nachdem, wie du willst. Du kannst dir natürlich auch eine Butlerhose anziehen und dich als einer von ihnen ausgeben. Gut, ich werde einen Weg finden. Wer hat den Proviant, den ich zu den Leuten bringen soll? Den gebe ich dir, wenn es die Magier sagen. Bis dahin solltest du alle deine Talente steigern. Ja, genauso wie du sagst. Ja, das ist ja ein toller Plan. Das wird sich nie ändern. Ich war bei Garo. Er hat mir einiges erzählt. Gut, dann werde ich die Nachricht verbreiten, dass du dich auf den Weg machst. Wichtig ist, dass du dort unsere Leute findest und ihnen hilfst. Außerdem musst du einen Fokus zu uns bringen. Einer sollte wohl reichen, schätze ich. Was wollt ihr eigentlich mit so einem Fokus? Wir hoffen damit, das magische Ungleichgewicht in diesem Teil der Welt wieder auszugleichen. Was für ein Ungleichgewicht? Dank deiner Arbeit ist uns ein kleiner Teil des Rätsels bekannt. Wir vermuten, dass es etwas mit den Schwarzroben und dem Tempel des Wassers zu tun hat. Wir wissen aber bisher noch nicht genau, wo er sich befindet. Wir haben jetzt aber einen Hinweis. Das könnte der Weg zum Tempel sein. Er führt über die 5 Urahnen. Sind das die riesigen Steinköpfe? Ja, genau. Aber darüber reden wir, wenn du aus dem Tal mit einem Fokus zurück bist. Ich kann eine Wassermagierrobe für 1000 kaufen. Ist ja gar nicht so teuer. Ist die gut? Du hast eine Robe für mich? Ja, die kannst du bestimmt gut gebrauchen. Nee, eigentlich nicht. Warte mal. Kann ich bei dir vielleicht was lernen? Nein, ich bringe dir nichts bei. Warum nicht? Magie ist nicht zum Spielen. Ich bin mir außerdem noch nicht sicher, was ich von dir halten soll. Alles klar. Die Wüste. Habe ich denn eine Buddlerhose oder sowas in der Richtung? Oder gibt ihr mir noch eine? Aber genauso wie du sagst. Gut, ich bin soweit. Alles klar. Dann geh mit Innos Segen, Kleiner. Du sollst dich noch bei Neota melden. Das wird sich kann wichtig sein. Fokussuche. Bist du nun bereit, mir etwas beizubringen? Du gehst also in die Wüste?
Da wäre es unverantwortlich, dich so laufen zu lassen. Was kann ich bei dir lernen? Ich bring dir die ersten Kreise der Magie bei und ein paar nützliche Sprüche. Außerdem kannst du bei mir alles kaufen, was für Magie vonnöten ist. Eine Robe für 1000 Gold habe ich auch noch. So ist es Inners Wille. Okay. Ich möchte handeln. Vielleicht sollte ich mir ein paar Spruchrollen kaufen. Das will doch keiner wissen. Das könnte noch nützlich sein. Ach, weißt du was, ich kaufe mir einfach... Ich habe für sowas keine Zeit. War nur ein Wag. Ich glaub nicht, dass ich doch nicht sehen muss. Eiswelle. Auch mal zwei mit. Den Snapper nehme ich auch mal mit. Warum nicht? Sag nicht, dass du nicht gehört. Keine Ahnung, sag du es mir. Hast du das denn schon getan? Könnte man sich auch überlegen, so ein Amulett hier zu kaufen. Sachen erzählen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ach komm, warum nicht? Warum nicht? Sag nicht, das hast du nicht. Ist nur die Frage, wo kriege ich eine Butlerhose her? Ich meine, ich habe ja auch die Option, kämpfen oder einfach auch vorbeilaufen. Wir können ja auch einfach vorbeilaufen. So, was haben wir sonst noch zu tun? Das haben wir gemacht. Sonnenaloe müssen wir noch suchen. Die ganzen Instrumente müsste man noch suchen. Holz. Kann ich jetzt vielleicht mit dem Ballon rumfliegen? Das wäre ja noch geil. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Moment mal, ich hab Einhand auf. Irgendwer muss ja die Arbeit machen. Ich hab was anderes gehört. Wieso habe ich Einhand so hoch? Ich könnte noch einmal Einhand lernen, dann hätte ich 30, dann könnte ich auch mit dieser Waffe sogar kämpfen, ne? Das ist doch nichts. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Vielleicht mache ich das sogar. Das habe ich schon. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich könnte mir das Buch kaufen, dann hätte ich es jetzt schon. Aber ich habe jetzt gerade mein ganzes Geld ausgegeben. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte auf die falschen Leute gehört. Und Schlösser knacken weiß ich auch immer noch nicht, wo ich das lernen soll. Wer muss die Arbeit hier machen? Naja, wir gehen erstmal noch einmal hoch. Zum Ballonfahrer. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob ich in die anderen Gebiete hier noch gehen sollte, aber weil die Quest sagt ja, ich soll in die Wüste gehen, ne? Denke ich, würde ich das erstmal machen. Moment mal, wieso kann ich jetzt trotzdem kämpfen, obwohl ich eigentlich nicht kämpfen kann? Wieso habe ich die Haltung? Ich bin doch Anfänger. Hä? Ist das ein Fehler oder soll das so sein? Vielleicht sagt der mir auch erst was, wenn ich der Holz bringe, ne? Das kann natürlich auch sein. Tja. So, da vorne ist das Portal. Thank you.
Das war schon gefährlich. Ich könnte ja versuchen, eine Piratenkleidung anzuziehen. Vielleicht greifen sie mich dann auch nicht an. Obwohl Pirat und Banditen sind eigentlich nicht die besten Freunde, oder? Zumindest nicht in Gothic 2. Ein Versuch wäre es aber wert. Wir gehen mal als Captain. Einfach um zu gucken. Nee, die greifen mich trotzdem an. Es wäre eigentlich schade, die alle zu töten. Eine Buddlerhose? Wo könnte ich eine Buddlerhose herbekommen? Oder ich laufe einfach durch. Vielleicht laufen wir einfach durch und gucken mal. Können später noch mit denen reden. Es ist die Odyssee-Wüste, oder? Hey, komm mal her. Hallo, was ist los? Hast du etwas Wasser für mich dabei? Wie viel willst du denn? 5 Flaschen würden meinen Durst schon merklich reduzieren. Wo ist das Lager? Genau in der Mitte des Tals. Du kannst es nur von hier nicht sehen, weil eine große Düne davor ist. Doch lass dich nicht täuschen. Der Weg ist sehr gefährlich. Hast du irgendwelche Tipps für das Überleben in der Wüste? Wenn ich dich so ansehe? Ja, habe ich. Sollte ein Sturm aufziehen, mach den Mund zu. Hä? Das meine ich ernst. Du erstickst sonst am Sand. Ich verstehe nicht. Dann kackst du eine Woche Sand, Mann. Aber wenn dir das nichts ausmacht, dann lass halt den Mund offen. Würdest du mit mir handeln? Womit soll ich denn handeln? Ich bin froh, dass ich überhaupt was zum Überleben habe. Ja, ja, schon gut. Hätte doch sein können. Ich habe da einen besseren Vorschlag. Wie sieht dein Vorschlag aus? Ich habe im Sand Steintafeln gefunden. Die kannst du haben. Wenn du mir dafür Panzerplatten und Zangen besorgst. Für jede magische Steintafel bringst du mir 20 Platten und 20 Zangen. Jo. Wieso habe ich so viele Dialogoptionen hier? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Lass uns tauschen. Versuchst du meinen Sonnenstich auszunutzen? So leicht kannst du mich nicht reinlegen, Kleiner. Ja, das wird ja interessant. Warum ist Lance eigentlich so kräftig geworden? Wow, 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 warum macht das Schaden? Aber das ist wirklich genau die gleiche Wüste wie bei Odyssey. Selbst diese Quelle gab es hier. Aber das verheißt nichts Gutes. Das verheißt lange Laufwege. Naja, ich behalte mal das Katana-Ding hier. Oh shit, ey. Das ist doch ein Fluch. Dass ich jetzt nochmal durch die Wüste muss. Was ist denn das? Bist du ein Geist? Wenn ich kritte, mache ich einen guten Schaden.
Habe ich jetzt... Oh, was hat sich denn gerade aktualisiert? Ja? Wer hatte denn diese Wüste zuerst? Odyssee oder Juran? Das frage ich mich gerade. Wieso ist Räuber eigentlich so geschrieben? Kriegskeule. Der Wahnsinn. Kann ich sogar tragen. Für den Golem da hinten wahrscheinlich. Tach. Und die mache ich ja 4 Schaden. Au. Ja, wenn ich kritte, mache ich guten Schaden, okay. Aber ich verstehe echt nicht, warum ich die Kämpferhaltung habe, wenn ich Anfänger bin. Golem stirbt einfach. Ah, ich glaube, ich bleib bei diesem Katana-Ding. Die sollte ich vielleicht wirklich nicht töten, wenn ich von den Steintafeln bekomme. Weil ich, ja, ich brauche ein Level-Up, ne, ist das Problem. Okay, hier bin ich auch nicht richtig. Ah, da vorne ist das Lager. Ich muss halt dann Zangen ziehen lernen und dann kann ich die ganzen Crawler verprügeln. Das ist ja ein Wahnsinnslager hier. Guck mal, selbst das ist hier alles gleich. Über Odyssee. Hä, Lance, du bist jetzt hier? Tal des Todes. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, da ist Roland. Hallo, wie geht es dir? Gut, doch wenn du etwas Wasser für mich hättest, dann wäre ich nicht abgeneigt. Nun ja, zurzeit nicht. Was machst du hier? Ach, wenn ich das wüsste. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Und? Hast du schon was gefunden? Nur Sachen, mit denen ich nichts anzufangen weiß. Sachen, das klingt interessant. Was für Sachen? Es sind Schriftrollen. Sie beinhalten Geschichten aus alten Zeiten. Erzähl mir mehr darüber. Gut. Auf einer steht etwas von einem Labyrinth der Meister. Angeblich kann dort ein Held oder jemand, der es werden will, seine größte Prüfung ablegen. Na, das Beste ist allerdings, dass der Eingang zu diesem Labyrinth nicht hier sein soll, sondern irgendwo auf Juran. Wenn es dort ein Labyrinth geben sollte, dann würde ich das bestimmt wissen. Wo würdest du nach dem Labyrinth suchen? Gar nicht. Denn was ich so mitbekommen habe, kommt man da nie mehr raus, wenn man einmal drin ist. Aber du bist nicht ich. Wenn du es suchen willst, dann würde ich es im Orkgebiet versuchen. Dort soll es auch Teleporter geben. Ah, vielleicht ist dieses Labyrinth daran angeschlossen. Oder sie bringen einen zum Eingang des Labyrinths. Selbstverständlich nur, wenn es das Labyrinth überhaupt gibt.
Ja, du kannst dieses alte Stück Papyrus haben. Wo ist denn das? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist das Papyrus, was er mir gegeben hat? Wer kann mir hier was beibringen? Nun, ich bin ganz gut mit der Einhandwaffe, denke ich. Außerdem kann ich dir sicherlich helfen, mir Dampf in die Arme zu kriegen, wenn du verstehst, was ich meine. Nee, verstehe ich nicht. Hallo, wie geht's? Hast du dich verlaufen? Ich bin... Mann, geh nach Hause. Geh nach Hause. Oh Mann, ist das dumm, ey. Ja, wo ist denn hier irgendjemand, der verantwortlich ist? Ein Paladin, irgendwas. Ich muss doch hier jemanden die Kisten abgeben, die... Oder nicht? Alte Robe. Gut. Nee, er nicht. Wer bist du? Hey! Hallo, was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich grabe nach Artefakten. Ha, sieht mir eher danach aus, als wenn man dich nur beschäftigen will, Kleiner. Hast du denn schon was gefunden? Nur einen bekloppten Klugscheißer. Den willst du nicht haben, oder doch? Nö, den mag ich nicht. Ja, wo ist denn hier jemand? Hier sind doch überall Viecher schon. Es kann doch nicht sein, dass hier niemand ist, mit dem ich sprechen kann. Über diese Kisten, die... Das checke ich halt gar nicht gerade. Oder muss ich da runter? Ich gehe einfach mal hier runter, ne, und guck, ob hier jemand ist. Was anderes fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Vor allen Dingen, hier arbeitet auch überhaupt gar keiner. Eine Expedition ist das schon ein bisschen lächerlich eigentlich, oder? Da oben so drei Leute. Ich meine, da unten könnten wirklich noch Leute sein. Aber muss ich jetzt jedes Mal hier runterklettern oder was? Ja, okay, da sind wahrscheinlich mehr. Trotzdem alles ein bisschen merkwürdig. Ja, okay. Da sind mehr. Hallo, wie geht's dir? Geht so. Warum bist du hier? Und da kann man nicht mal mehr was sagen. Ich habe hier 5 Proviantpakete okay. Für euch. Sehr gut. Wenn du willst, können wir auch handeln. Ich soll mich nach eurer Fokussuche erkundigen. Wir haben nicht mal einen rohen Fokus, geschweige denn einen aufgeladenen.
So wie ich das sehe, werden wir hier in diesem Grab auch keine finden. Das sieht hier aber nicht aus wie ein Grab. Im hinteren Bereich ist eins. Habt ihr da auch schon gesucht? Nein, wir kommen nicht hin. Es gibt keinen sicheren Weg. Außerdem weiß keiner, was uns dort unten erwartet. Wie kann ich denn so einen rohen Fokus bergen? Wenn nichts hilft, dann brauchst du wohl eine Spitzhacke. Ich an deiner Stelle werde draußen suchen. Die Kristalle wachsen dort auch. Gut, dann werde ich mich mal auf Fokussuche begeben. Hast du sonst noch eine Idee, wo ich so ein Ding finden kann? In den Felsen, die das Tal umranden, gibt es einige Gräber. Du könntest dort mal nachschauen. Sei aber vorsichtig. Schließlich wissen wir nicht, was sich dort erwartet. Wenn ich so recht darüber nachdenke, frag oben Antor. Er hat eine Karte. Er kann dir vielleicht auch Tipps für die Suche geben. Ich möchte angeln. Ja. Cool. Wüste, das Labyrinth. Hallo, was ist deine Aufgabe hier? Ich bearbeite die gefundenen Kristalle. Wie machst du das genau? Nun ja, ich schleife sie und fasse sie in Metallrahmen ein. Ist das einfach? Nein, die ersten Kristalle, an denen ich mich versucht habe, sind mir um die Ohren geflogen. Mittlerweile bin ich jedoch besser geworden. Hey, du! Na, schmeckt die Suppe? Warum interessiert dich mein Sträflingsessen? War nur neugierig. Was ist denn jetzt in der Suppe? Sie ist... keine Ahnung. Ich habe alles zusammengerührt, was ich finden konnte. Habt ihr denn so einen Hunger, dass ihr allen Kram, den ihr hier finden könnt, zusammenrührt? Nein, wo denkst du hin? Ich habe nur nichts anderes zu tun. Das mit den Kristallen klappt nämlich nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Gut, ja. Was ist nun in deiner Suppe? Nun ja, vor allem Sand. Das lässt sich leider in der Wüste nicht vermeiden. Dann habe ich hier unten ein paar Knochen gefunden. Von wem oder was die sind, weiß ich jedoch nicht. Hinzu kommen noch ein paar Eier und ein Schuss Schwefel. Ich glaube, das sollte alles sein. Ach ja, angefangen habe ich mit einem alten Trank. Der lag schon hier rum, als wir angekommen sind. Willst du einen Happen? Okay, gib her, ich teste deine Suppe. Suppe der Toten. Die Probleme habe ich kommen sehen. Stärkebonus. Will ich jetzt schon permanente Stärke nehmen? Ich glaube nicht. Davon lasse ich lieber die Finger. Ja, ich auch. Hey, du. Das war doch klar. Hallo, was machst du hier? Das frage ich mich auch. Geh mit in die Wüste, dann wird deine Knastzeit verkürzt, haben sie mir gesagt. Jetzt sitze ich in diesem Loch. Ach, zum Glück kann ich mich mit dem kaputten Stampfer beschäftigen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was ist denn mit dem Ding? Ich vermute, dass nur ein Zahnrad fehlt. Aber ich habe keins. Und hier werden wir wohl auch keins finden. Nicht ewig so weit weg. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich. Sie haben das Ding wohl von einem Überseehändler namens Fernando gekauft. Von mir? Wenn der Stampfer von der Insel Corinius kommt, dann kenne ich deinen Fernando. Vermutlich hat er das Zahnrad an jemand anderen verkauft, um möglichst viel Profit zu machen. Okay. Ich hab da meine eigene Meinung. Erstmal Gold hacken. Ein Kristall gehackt, das ist ja der Wahnsinn. Leider gibt es hier kein Bett für mich. Sag nicht, das ist nicht gut. Hier gibt es auch nichts. Halt, warte! Was ist los? Ich will dich nur warnen. Warum? Da hinten ist ein Grab oder sowas. Kann sein, dass du nicht mehr lebend rauskommst. Denk also besser nach, bevor du darunter steigst. Bist du schon unten gewesen? Nein, ich bin bisher nur bis zum Schalter gelaufen. Und? Weißt du, was er macht? Nein, keine Ahnung.
Ist mir eigentlich auch egal. Es ist eben ein altes Grab voller Gefahren. Was machst du sonst so? Ich pass auf, dass die Jungs nicht doch auf dumme Gedanken kommen und hier hinten ihr Glück suchen. Oder ihren Tod? Ja, oder so. Ja, das ist ja auch wieder sehr spannend. Was macht der? Ah, okay. Komm ich schnell nach oben. Ich dachte, die kann ich vielleicht mitnehmen, aber nein. Und wenn man da runterspringt, dann kommt man aber nicht mehr hoch. Oh shit. Welchen Schalter meinte er denn? Ach, da vorne ist ein Schalter. Ach. Nein. Oh, nur ein Crit. Sehr gut. Weißt du was bitte? Okay, der ist da runtergefallen. Sehr gut. Ja, die Sprache der Erbauer kann ich ja noch nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Nachteil ist für mich. Aber wahrscheinlich baue ich die, oder? Das kann ich nicht lesen. Ja. Das kann ich nicht lesen. Hängt dich ja irgendwo fest oder was? Da. Ja, ich glaube, ohne das zu lesen, komme ich hier wirklich nicht weiter. Wer kam denn auf die Idee, hier das so zu platzieren? Komm schon. Ja, das funktioniert sehr gut. Das hätte vielleicht vorher jemand mal testen sollen. Wieso kann er denn da nicht hochspringen? Das müsste er doch locker schaffen. Hier oben kann er auch nicht dran springen. Musik ist auch weg. Das ist alles großartig gerade. Sonst sehe ich hier auch nichts. Ja, er will da nicht springen.
funktioniert auch kein Winkel hier. Ah, hier genau in der Mitte natürlich. Weil das am meisten Sinn macht, auf einem losen Brett, was da einfach rumliegt. Da unten ist auch eine Leiter. Ist da unten Wasser? Bin ich jetzt wieder woanders? Scheint schon. Also, Juran hat sehr gerne mit Teleportern gearbeitet, wie es scheint. Da ist irgendwas. Okay. Ein Helm. Erzdrachentöter. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Wie sieht denn der? Also ich habe schon hässlichere Helme gesehen. Vor allem passt der sogar unter den Ketten. Unter das Kettenhemd. Embala für Gasto. Sammelte Erfahrung. Als ob dieser Zauber hier mal drin ist. Der ist richtig stark, aber der braucht Kreis 6. Das ist der Zauber, den immer die NPCs benutzen. Die haben einmal den und einmal den Death Ball. Ja, ich könnte mir natürlich jetzt so einen Stärkeboost geben, aber das wäre ein bisschen Verschwendung zu diesem Zeitpunkt. Was habe ich noch gefunden? Irgendwas hatte ich da noch. Gesammelte Erfahrung. Oh, ein Buch des Wissens. Das ist sehr gut. Verstehe. Dann kann ich damit nämlich lernen, wie man die Zange nimmt. So, und ich kann mich zum Glück hier raus teleportieren, oder? Nee, doch. Kann ich, sehr gut. Okay, perfekt. Und ich bin nochmal eine Stufe aufgestiegen. Tagebuch. Das ist schon wieder ein merkwürdiger Feuerball. So, dann würde ich mal sagen, du bringst mir das bei. Du bringst mir einmal Einhandkampf bei. Wie gut ist eigentlich dieser Helm, den ich gerade gefunden habe? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Der ist gar nicht mal schlecht, Mann. Wir haben voll die guten Rüstungswerte jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe für so etwas keine Zeit. So, Tagebuch. Ich werde
werde hier sterben, ich weiß es. Diese Wüste ist ein Rattenloch. Am Horizont erkenne ich noch mehr Pyramiden. Doch es führt kein Weg dahin, vielleicht nordöstlich über die hohen Berge von Braga. Aber das werde ich nicht mehr herausfinden. Ich bin mit zu wenig Wasser aufgebrochen. Diese Kristalle brächten mich zwar zurück zum Ringteleporter, doch das Ding funktioniert nicht mehr. Gut, ja, dann könnte ich nochmal zurück und die Sprache der Bauer lernen. Aber wir reden erstmal mit diesem Wassermagier. Hallo Antor, Jones schickt mich zu dir. Er meinte, du könntest mir bei der Fokussuche helfen. Wenn er das sagt, was willst du wissen? Wo soll ich mit der Suche anfangen? Irgendwo hier im Lager liegt eine Karte und eine Rune. Die solltest du als erstes finden. Dann würde ich die Gräber suchen, die ich schon eingezeichnet habe. Nach was soll ich alles Ausschau halten? Schwer zu sagen. Ich habe in den alten Schriften von einem Tal gelesen, in dem sich ein großes Grab befinden soll. Ich konnte allerdings seine Position nicht genau bestimmen. Auf der Karte ist daher nur ein kleines Symbol zu sehen. Außerdem hat ein Sträfling diesen alten Steinring ausgebuddelt. Er scheint für ein Schloss zu sein. Vielleicht findest du es ja. Hast du was zu verkaufen, bevor ich mit der Suche anfange? Ja, warum nicht? Ich möchte handeln. Okay. Ja, und dann kann ich ja jetzt aufbrechen. Die Sprache der Bauer kann der mir leider nicht beibringen. So. Ja, das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin, aber ich denke mal, diese Pyramiden sind die Gräber. Das wäre jetzt das Naheliegendste. Also wenn South Park nützlich ist, an einer Stelle dann hier, ne? Ach, hier kann ich auch buddeln. Leider kann ich nicht mehr so spammen, weil das immer auf der zweiten Auswahlmöglichkeit erst ist. Okay, hier sind noch ein paar Zombies. Shit. Sandleiche. Weg, Knecht. Tja, will ich gegen die kämpfen? Heiliger Pfeil könnte ich benutzen. Das macht auch nicht so viel Schaden. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.